Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Oh yeah. Und heute verstecken wir uns wie ein kleiner Feigling in den, was war das? Uhlengrab. Nein. Nein. Nicht du schon wieder. Wollen wir wirklich unsere Ebenerzpfeile ver. Nee, niemals verbrauchen wir unsere Ebenerzpfeile. Außerdem können wir jetzt unseren Nordbogen easy peasy hochladen. Da wir von alleine eine Ladung bekommen. So. Ups, was mache ich da? So. Wir laden ja unseren Seelenstein von alleine auf, von daher. Pff. Bald brauchen wir nicht mehr wieder so ein Scheiß. Komm runter! Komm runter! Komm runter! Warte. Ich will meine Ebenerzpfeile nicht verschwenden. Wir wollten ja gerade tauschen. Ja, natürlich kämpfe ich. Aber der muss stehen bleiben, sonst kann ich überhaupt nichts machen. Großer Fehler, mein Freund. Ja, nimm meine Gehilfen. Die haben es verdient. Na komm. Tu etwas Unbedachtes. Sehr schön. Genau das habe ich gemeint. Schade, dass wir übrigens, ich habe gerade einen anderen Gedanken gehabt. Und zwar, dass man die Sachen nicht auseinanderarbeiten kann, wie in The Elder Scrolls Online. Sorry, dass ich gerade so mit dem Gedanken kam. Mitten im Kampf, mitten im Satz. Aber das wäre doch richtig awesome, wenn man so, weiß nicht, Ebenerz-Blöcke, sag ich schon, Ebenerz-Rüstung auseinanderbauen könnte. Und daraus eben Erzbaren rauskriegen könnte. Das wäre richtig awesome. Alter, wäre das geil. Und dadurch könnte man dann ganz locker neue Pfeile herstellen für Schießen. Aber naja, gut. Wieder mal zurück zum Thema. Tut mir leid, der Gedanke kam mir gerade so urplötzlich. Ach du Scheiße, auf mich zu verbrennen. Dass ich es einfach erwähnen musste. Ja, Zaubertränke, ich brauche bösartiges Gift für ihn. Und ein bisschen. Ja, komm, Ausdauer, scheiß drauf. Heilung! Verzieh dich! Oh mein Gott, ich bin so klinisch tot! Ich bin so klinisch tot! Oh mein Gott! Hör auf mich zu fressen, Mann! Alter, macht der Schaden. Moment, wer bist du? Rotwardone? Wer zum Teufel bist denn du, Alter? Was willst du von mir? Oh Gott, ich sehe ihn nicht. Oder sie? Was ist das denn für einer? Was greift denn der mich an? Das ist eine Rotwardonin. Bringt mich nicht um. Und weißt du, du sagst, bitte bring mich nicht um und dann greifst du mich an. Was bist du denn für eine Olle? Nimm das. Wer bist du denn, Alter? Was sollte das denn? Mit der Ebenerzrüstung läuft die hier rum. Aber warum greifst du mich an? Und wieso hast du komplette Ebenerzrüstung bis auf die Schuhe? Was soll die Scheiße denn? Na toll, ich bin gleich wieder hoffnungslos überladen. Ich glaube, wir sollten erstmal den Timer anstellen. So. Und dann brauchen wir die Drachenknochen, die wir hoffentlich noch irgendwie tragen können. Natürlich nehme ich das gerne mit und das und das. Und mal gucken, wie viel wir tragen können. So, wir nehmen mal kurz das hier mit und fragen Leni, ob sie uns hilfreich helfen könnte. Oh, hallo. Hab dich gar nicht gesehen. Ja. Was braucht ihr? Du musst wirklich nicht viel für mich tragen. Es reicht, wenn du ein ganz kleines bisschen trägst. Und zwar Drachenschuppen. Ach, ich will den nicht ausrüsten. Ich will den Leni geben. Okay. Und dann. Ach, verdammt. Okay. Das ist jetzt scheiße. Okay, wir müssen ja in unser Inventar gucken. Wir müssen die Drachenknochen, die wir bisher haben und alles, was wir bisher haben, ablegen. Wir müssen kurz nach Hause. Ansonsten sehe ich da, ja, kein gutes Potenzial zum Überleben.
Was ist das? Achso, Feuerresistenz. Das hätten wir gerade beim Drachen gebrauchen können. Ach, meine Fresse. So, mir ist natürlich sehr wichtig, dass wir die Ebenerz-Sachen behalten können, damit wir sie verzaubern können für uns später. Das Problem ist einfach nur, irgendwas abzulegen, was wir nicht brauchen. Wie zum Beispiel das. Was sollte das denn? Den braucht doch kein Schwein. Okay, wir sollten mal zu unseren Zutaten gehen. Da haben wir bestimmt wieder ordentlich was. Probieren wir mal das. Haben wir das schon probiert? Okay, das haben wir noch nicht probiert. Können wir vom... Nee, da. Das andere müssen wir herstellen, ne? Oben links ist zum Probieren. Und das andere ist herstellen. So, Honigwabe. So, Ausdauer. So. Übrigens habe ich jetzt auch das System hinter dem Tränkebrauen verstanden. Das habe ich durch The Elder Scrolls Online verstanden. Deswegen können wir auch jetzt gefahrlos besser Tränke brauen. Ha, hat das schon gereicht? Das hat gereicht. Ich bin cool. Ich bin cool. So, einmal kurz nach Hause bitte. Ja, es geht halt nicht anders. Wir haben Unmengen an Drachenknochen dabei. Wir haben Unmengen an verzaubertes Zeug dabei, was wir eventuell verzaubern können. Wir können wahrscheinlich nur die Hälfte und den Rest verkaufen wir wieder an unsere Dedra-Helden oder so. Aber im Großen und Ganzen ist es doch recht hilfreich. Und irgendwann, mein Freund, werde ich dich reiten. Du weißer Drache. An der Armbrust wäre auch ganz gut, ne? Apropos, wir haben ja gut Materialien. Vielleicht können wir uns wieder ein paar Pfeile herstellen. Das wäre doch mal schön. Wir haben ja enorm viel Ebenerz, ne? Damit können wir bestimmt enorm viele Pfeile herstellen. So, Karte, Karte. Wo ist unser Zuhause? Zuhause, du bist du ja zu Hause. Hausseeblick. Dann können wir auch mal wieder zu Hause vorbeischauen, wo unsere Nakidal-Tochter rumläuft, die echt ein bisschen FKK-süchtig ist. Und vielleicht auch nochmal unsere Frau berauben. Mal sehen, uns steht ja alles offen, ne? Wir haben ja eine Puppe für unsere Kleine mitgebracht, stimmt ja. Ich erinnere mich, da wird sie sich freuen. Ich, der 8 Monate weg war, komm wieder, um ihr eine Puppe zu schenken. So machen das Mütter. Ich bin ja kein Vater. Ich bin ja eine Mutter. Ich weiß nicht, ob das so schön ist, wenn wir ein Kind mit 2 Frauen erziehen. Ich meine, in der heutigen Gesellschaft ist das in Ordnung. Da versteht man das ja. Aber ich meine, damals war das, glaube ich, nicht so üblich, 2 Mütter zu haben. Und ich kann mir echt denken, dass sie in der Schule gut gehänselt wird. Mama! Zieh dir doch bitte etwas an. Ich habe was für dich, Sophie. Ein Geschenk für mich? Echt? Klamotten. Habe ich Klamotten dabei? Nein. Danke. Bitte. Ja? Och, lass mich in Ruhe. Jetzt Schlafenszeit, ja, Sophie. Mama. Verpiss dich, ey. Nein! Ich bring dich um, ich schwör's dir. Ja? Bis bald, Mama. Tschüss. Lass mich gottverdammt nochmal in Ruhe. Mir gefällt es hier. Ja. Der Baum im Park ist so schön. Was für ein Park? So, erstmal alles ablegen, was wir nicht brauchen. Nippel des Champions. Ja, das war's an dieser Stelle schon. Ja, komm. Ebenerz. Diese brauchen wir. Ja, momentan ziehen wir lieber die an, ne? Ich glaube, das macht mehr Sinn. Steigert Frostresistenz. Wir haben ja zurzeit Schleichschuhe, ne? Ich glaube, die Schleichschuhe sind immer am besten. Ja. Ich glaube, da werden wir nie etwas Besseres nehmen oder finden. Was haben wir da? Was war das? Egal. So, das kann weg. Das bleibt. Ja, gut. So, das ist schön, das behalten wir mal. Ja, komm, kann der ganze Scheiß hier weg. Es wiegt alles zu viel, als dass wir es jemals benötigen werden. So, Essen haben wir, Bier dabei. Achso, wir haben Bier aus Versehen mitgenommen. Gut, das legen wir auch alles beiseite. Das ist echt enorm viel Gewicht. Wir können das jederzeit da rausholen, also so ist es nicht. Wir werden wahrscheinlich
oder ich werde mich wahrscheinlich Questobjekt oder so. Ich werde mich wahrscheinlich ziemlich in den Arsch beißen, wenn wir am Staffelende angekommen sind, weil ich dann, alter Trottel, das alles wieder einsortieren kann. Aber naja, gut. Es wird nicht so lange dauern. Wir haben ja schon eine ordentliche Ordnung drin. Deswegen denke ich mal, wir werden maximal eine halbe Folge dafür verschwenden, alles ordentlich einzuordnen. Und danach gehen wir rüber ins Verzaubern. Und ja. Ja, Knochenrüstungsrezept. Und danach können wir, ja, eigentlich alles möglich verzaubern. Und das können wir alles nicht ablegen. Es hat alles ein Gewicht von 1. Es wiegt alles so viel. So, das kann weg. Na, davon haben wir auch noch so viele dabei, ne? Es wiegt doch alles so viel. Warum wiegt das alles so viel? Oh, wir hätten erstmal. Oh, wir hätten erstmal Lenis Sachen abnehmen sollen, ne? Jetzt ist es zu spät dazu. Eben erst behalten wir nochmal kurz. Die Seelensteine können wir endlich mal verwenden. Weil wir ja endlich mit unseren beschworenen Sachen ordentlich was reißen können. So, 24 Herzsteine, die haben so viel Gewicht, ne? Was haben wir noch? Seelensteine. Ach, das müssen wir auch mal irgendwann loswerden mit Gewicht 5. Meine Fresse. Malachiterz. Braucht doch kein Schwein. Das kann weg. Quecksilber. Ich weiß nicht, was wir damit machen können. Explosionswaffen. Explosionspfeile vielleicht. Das wäre mal awesome, ne? Pfeile, die explodieren. Das könnte sich sogar realisieren lassen mit dem Quecksilber. Aber nein, natürlich geht das nicht. Komm, die schwarzen Seelensteine packen wir weg. Die sind mir zu mächtig. Silbererz, Smaragd. Weißt du, und die Viecher wiegen auch noch was. Das ist voll unfair. Siehst du, so soll das sein. Gewicht 0, Wert 0. Das ist doch ein Questgegenstand, oder? Ja. Das wär's. Wieso haben wir immer noch so viel Gewicht? Naja. Nehmen wir erstmal Leni ein paar Sachen ab. Was braucht ihr, Wächter? Was braucht ihr? Okay, gib mir mal das. Achso, ah. Das beschädigte Buch kannst du meinetwegen behalten. Das ist mir allerlei. So, aber wir haben so wenig Ebenerz. Das würde sich, glaube ich, nicht lohnen, das für Pfeile auszugeben. Ich bin einfach zu geizig. Es tut mir leid. Geiz ist geil. Stahlriemen, veredelter Mondstein. Bitte, Dankeschön. Als Kette des Blockens, denn alles, was sie trägt, kann sie ruhig behalten, das ist mir scheißegal. Solange sie Spaß daran hat, soll sie es machen. So, das. Ja. Hier, nimm bloß dein scheiß Ding. Hauptsache, du hast Kleidung an. So, wo waren wir stehen geblieben? Ach, wir wollten hier Sachen wegnehmen, nicht geben. So. Nehmen wir das noch an uns. Das und das und das und das und das. Und oh mein Gott, was haben wir alles gegeben? Kein Wunder, dass sie hoffnungslos überladen ist. Oh, verdammt, ich bin so dämlich. Ich gehöre einfach nur erschossen, gehöre ich. Ah, ich reg mich gerade so auf, weil ich hier schon wieder das Diadem weggenommen habe. Obwohl sie es braucht, weil sie sonst nackt ist, aus irgendwelchen seltsamen Gründen. Na gut, nehmen wir den Scheiß noch ab, weil das, guckt euch an, das ist so viel Gewicht, damit könnte ich mehr, viel mehr hinkriegen. Vor allem das Holz kostet 5, kostet euch schon, wiegt 5 pro Stück und das ist echt mal krass. So, Waffen. Müssen wir jetzt nochmal durchgehen. Hilft nichts, weil ich so dämlich bin. Weil ich so dämlich bin. So, normale Spitzhacken brauchen wir ja gerade nicht. Wir haben ja unsere Stahlriemen-Spitzhacke. Keine Ahnung, wie sie heißt. Alte Nordspitzhacke, genau. So war das. Deswegen brauchen wir auch den ganzen anderen Scheiß nicht, ne? Komm, das kann weg und das können wir eh nicht weglegen. Das kommt weg und das kommt weg. Das ist richtig viel wert gewesen, alter Schwede. So. Ja, toll, jetzt haben wir unseren Taschendiebstahlring weggelegt, ne? Egal. Draufgeschissen, ne? So, ich möchte gerne noch das beschädigte Buch, was wir später wahrscheinlich wegwerfen werden. Die Drachenknochen legen wir auch noch weg. So, wir haben auch überhaupt keine Materialien, um uns neue Pfeile herzustellen. Das ist ein großes Problem.
Vielleicht können wir irgendwo welches kaufen. Das wäre das, was ich mir noch erhoffe. Dass wir irgendwo einen Händler finden zwischendurch. Also wie gesagt, wir werden Händler suchen, die uns Pfeile verkaufen. Am besten hochwertige Pfeile. Auch wenn wir sie herstellen können. Es kann auch weg. So, Schreibfeder. Wieso 5 Schreibfedern dabei? Was soll denn das denn? So, Silberbarren, Silbererz ohne Ende, Starim ohne Ende und veredelter Mondschein. So, dann sind wir fertig und können endlich zurückreisen. Wobei, warte kurz. Ich hab einen Plan. Ja? Leck mich am Arsch, Tochter! Passt auf euch auf! Ich wohne gerne hier. Der See ist so schön. Ihr braucht etwas? Nein, lass mich hin. Lass uns spielen. Was? Aber draußen. Natürlich, das habe ich doch gesagt. Mama. Was wollen wir spielen? Lass uns Verstecken spielen. Gut. Ihr bleibt hier stehen und zählt bis 10. Und nicht vorher schauen. Bereit? Ja, ja. Dann los. Los, zieh ab. Lass die Finger davon. Ich hab gar nichts gemacht. Du sollst mich in Ruhe lassen, Vibe. Geht doch. Und da bleibst du jetzt und da versteckst du dich, okay? Sehr schön. Haha, Tochter reingelegt. Ich wünsche dir viel Spaß da hinten in deiner Ecke. Es ist mir scheißegal. Ich werde jetzt mal deine Mutter berauben. Ich werde ihr ihre Jungfräulichkeit berauben. Ich weiß nur nicht, wie ich das anstellen soll als Frau. Gibt es Wege und Mittel in Skyrim vielleicht? Ich meine, damals müsste es auch schon sowas geben. Ich werde es jetzt nicht erwähnen, aber... Alle in einem gewissen Alter werden wissen, was ich meine. Und wahrscheinlich auch alle, die nicht in diesem gewissen Alter sind. Alle werden es wissen. Vibe, wo bist du? Schläfst, ja? Umso besser kann ich dich beklauen. So, gebratenes Ziegenbein. Ihr hättet einfach fragen können. Nein. Oh. Hallo, Schatz. Ich wette, ihr habt einige Abenteuer erlebt. Hat der Laden Geld abgeworfen? Wir haben einen hübschen kleinen Gewinn gemacht. Hier, das ist euer Anteil, mein Freund. Ja, mehr Geld! Mehr Geld! Habt ihr was zu verkaufen? Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Interessant. Ich kann bei meiner eigenen Frau Sachen kaufen. Gut, kaufen wir mal das ein und das und ich könnte dir die Kinderpuppe kaufen. Komm, gib mir die Seelensteine. Gib mir auch den Mondstein und den hier und den hier. Ja, easy, würde ich sagen. Ne? Was hast du noch so Schönes? Ausdauer, Ausdauer, Heilung, 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 Heilung. Oh, den nehmen wir auch mit. Was hast du denn noch hier? Gebraute Tränke gesteigert, ja. Sehr schön. Orkischer Pfeil. Eisenpfeile brauchen wir nicht kaufen. Stahlpfeile kaufen wir gerne und die Zwergenpfeile möchte ich gerne haben. So, dann komme ich gleich wieder, Vibe. Mit ein paar Sachen, die ich dir an dir verkaufe. Ich bin ein kleines Arschloch. Tralalilala. So, haben wir hier ein paar Sachen, die wir verkaufen wollen. Ne, die gravierten Nordstiefel sind mir zu wertvoll. Drachenknochen sind... Oh, hier haben wir auch noch Ebenerzbahn. Und Ebenerz. Krass. Oh, ja, ja. Ich kann meiner Tochter was geben. Wir haben hier ganz schön viele Sachen für unsere Tochter dabei, ne? Komm, gib mir mal das, das. Ich weiß, wir verschwenden wieder eine Folge, aber ich will das Geld wieder haben. Eindeutig, ich will das Geld haben. Die Ringe hier bitte noch alle. Wenn wir nämlich alles schön verkaufen. Genauso wie das hier, das haben wir auch schon. So, Ring, 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 Ring. Den Helm können wir verkaufen, die orkische Rüstung können wir verkaufen. Tragfähigkeit können wir auch verkaufen. Was zum Teufel, 1172? Okay, gut. Verkaufen wir halt irgendeinen Scheiß. Hauptsache ich kriege mein Geld wieder. Madame? Ja, lieb. Oh, etwas hiervon, etwas davon. Gut, ich möchte gerne mein Geld wieder haben.
was ich meiner Frau gegeben habe. Unerhört, unerhört sowas. Hier, komm. Nimm das. Nimm das. Ja, das war's damit. Bekleidung vielleicht noch. Amulett von Mara. Die Handschuhe behalten wir definitiv. So, haben wir schon fast unser Geld wieder raus. Haha. So, schon haben wir unser Geld wieder raus. Das ist schön. Ach ja, das kann ich auch noch verkaufen. Und das. Was haben wir hier so Schönes? Gelbe Tunika, die möchte ich gerne behalten. Ansonsten haben wir ja hier nichts mehr, ne? Ja gut, wir haben ja schon genug Geld abgezackt. Von daher passt das schon. Und ich möchte gerne, dass ihr mich auch online erlebt. Aber das mache ich gleich im Folgenwechsel. Wir haben sowieso gleich einen Folgenwechsel. Von daher soll es mich nicht interessieren, ne? Gut, dann möchte ich gerne einmal kurz nochmal zu unserer Truhe gehen. Och, ich bin dran. Ich glaube, die hat aufgegeben, sich zu verstecken. So nach einer halben Ewigkeit, halbe Stunde später. Mama! Es ist dunkel! Ich habe Angst! Finde mich! Und ich bin irgendwo da hinten in Solstheim. Ich bin schon so eine Rabenmutter, ne? Aber vielleicht lässt sie mich in Ruhe, weil wir mit ihr gespielt haben. Wir haben sie zwar nicht gesucht, aber wir haben gespielt. Das zählt! Der Wille zählt, sagen alle Leute immer. Und es stimmt auch. Es ist nur der Wille, der zählt, nicht die Tat. So ist das halt. Ach ja, ich liebe diesen Ladebildschirm. Er ist immer so, dass diese pure Entspannung, weißt du? Huch, wir sind durch. So. Truhe, ich möchte gerne mein neu erworbenes hier reintun. Und das ist Eisenerz. Wieso habe ich das Feuerholz dabei? Etwas, was ich vergessen habe. Umso besser, dass wir nochmal reingeguckt haben, ne? 50.000 Gold! Ich bin ein Sammler, aber kein Verschwender. Ihr habt das schon gemerkt, ne? So, was haben wir denn hier noch so Schönes? Warte, wieso haben wir hier so viele makellose Sachen? Haben wir das gerade alles gekauft? Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. So, Mondstein und... War das wirklich alles? Wo kommt dieser ganze immense... Die ganze immense Last her, die wir jetzt haben? Wir haben hier doch gar nichts. Außer natürlich 1 Milliarde Seelensteine. Die zählen aber nicht. Wobei, wir können noch... Achso, das ist alles Quest. Quest. Ach, die orkische Rüstung wollten wir verkaufen, ne? Ach, die ist gestohlen! Das ergibt Sinn. Gut, das war's, glaube ich, soweit. Zeit, unserer Tochter mal was zum Anziehen zu spendieren. Tochter! Versteckst du dich immer noch hier? Ja, jetzt, wo ich sie suche, ne? Jetzt, wo ich sie suche, ist sie nicht da. Wir werden die Folge ein bisschen verlängern. Einfach nur aufgrund dessen, weil wir heute einfach nur Scheiße gemacht haben. Und wahrscheinlich die Hälfte von euch oder 90% nicht bis zu dieser Stelle geguckt haben, weil die wussten, okay, der wird heute sowieso nur alles weglegen. Wenn ihr bis zu diesem Punkt gekommen seid, schreibt doch einen Kommentar und ich weiß es. Dann seid ihr mein neuer Liebling. Aber nicht weiter erzählen. Tochter! Tochter! Wo bist du? Oh. Braucht ihr etwas? Oh, danke, Mama. Zieh dir etwas an. Was? Ich habe Mädchenkleidung für dich. Ja? Lass mich in Ruhe. Gebt auf euch acht. Lass mich in Ruhe. Ich habe doch Mädchenkleidung für sie. Ich glaube, sie weigert sich einfach nur Kleidung anzuziehen, weil sie gerne nackt ist. Achso. Mädchenkleid. Was haben wir da? Wahrscheinlich ein Jungenkleid, ne? Ja, ein Jungenkleid, ey. Großmädchenkleid. Wo ist das andere? Hä? Ah, gelbe Jungentunika, deswegen. Was ist denn? Was ist denn? Kleidung. Bitte zieh's an. Danke. Oh, danke. Hm? Bis bald, Mama. Tschüss. Ja. Sie hat sich was angezogen.
Mädel, lass mich in Ruhe. Ich hab dir was geschenkt, okay? Dass Frauen niemals genug kriegen können, ne? Unglaublich. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir haben ein bisschen überzogen. Einfach nur, weil wir unserer Tochter was Gutes getan haben und ihr endlich mal was angezogen haben. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.